Hallo, ihr wundervollen Waagegeborenen und Waage-Aszendenten, herzlich willkommen zum zweiten Teil des Jahreshoroskops. Und da werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Bewegungen der Liebesplaneten Venus und Mars, wann sie besonders romantisch stehen und wann es kritische Phasen gibt. Außerdem schauen wir uns auch die Tendenzen für den Januar an. Mit den Monatshoroskopen geht es dann im Februar wieder weiter. Aber auf eure Top-Tage im Januar müsst ihr nicht verzichten, die zeige ich euch in einem Extra-Video. Bevor wir anfangen, habe ich noch etwas ganz Besonderes für euch. Mein Jahreshoroskop 2018 gibt es nun auch als Buch. Darin findet ihr das gesamte Jahreshoroskop mit allen Sternzeichen und der kosmischen Schwingung Teil 1 und Teil 2 mit sämtlichen Zahlen und Daten zum Nachschlagen und Nachlesen. Ihr könnt es als Buch bestellen oder auch als E-Book, um es auf eurem Tablet oder Smartphone zu lesen. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr das Buch zahlreich bestellen würdet, denn damit unterstützt ihr meine Arbeit an den Videohoroskopen und natürlich an diesem Jahreshoroskop. Es kostet als Buch 19,99 Euro und die E-Book-Ausgabe erhaltet ihr für 14,99 Euro. Ihr könnt es ab sofort bestellen und alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage oder hier auf der Infokarte und natürlich auch in der Videobeschreibung. Und ich habe auch wieder eine Verlosung für euch, also bleibt dran bis zum Ende des Videos. Jetzt aber zu eurem Jahresüberblick. Im Januar spürt ihr wahrscheinlich schon, welche Art von Familiensituationen oder auch Verpflichtungen auf euch zukommen. Und gleich der erste Vollmond am 2. Januar wirft ja ein Schlaglicht auf das Thema, denn er findet statt auf der Achse Familie und Beruf und auch noch mit dem Mond im Krebs, das ist das Familienzeichen, und eben in Spannung zur Waagesonne. Ich habe ja im Teil 1 des Jahreshoroskops schon ausführlich beschrieben, was ihr da so zu erwarten habt. Ihr habt aber gute Chancen, durch eine liebevolle Einstellung dazu Lösungen zu finden, die euch auch im Laufe des Jahres noch nützlich sein werden. Auch der Neumond am 17. Januar lenkt noch einmal die Energie in diesen Bereich, denn er fällt in den Steinbock und damit in euer viertes Haus der Familie und Herkunft. Für die Neumond-Meditation bietet es sich an, dass ihr über Themen wie gegenseitige Unterstützung und Anerkennung meditiert und darüber, wie ein sinnvolles Geben und Nehmen im neuen Jahr funktionieren kann und was eure Wünsche dabei sind. Vom 18. Januar bis zum 10. Februar läuft dann die Venus durch einen sehr schönen Aspekt zu eurer Sonne, hier aus dem Wassermann, aus eurem fünften Sonnenhaus heraus, und dabei aktiviert sie dann auch noch die Mondknotenachse. Und das kann euch Begegnungen bringen, die euch unterstützen und verstehen. Falls ihr noch Solo seid, solltet ihr euch diese Zeit im Kalender anstreichen. Und da fällt ja dann auch die Mondfinsternis rein, die ist am 31. Januar und steht eben auch in einem sehr günstigen Aspekt zu euch. Also nochmal die Chance, jemanden kennenzulernen. Und ihr könnt ja vielleicht auch Freunden helfen, die jemanden auf der Einladungsliste vergessen haben, denn das ist so eine Sache, die zu dieser Zeitqualität passieren kann, dass man aus Versehen jemand ausschließt. Der Mars geht vom 26. Januar bis zum 17. März in einen günstigen Aspekt zur Waagesonne, hier im Zeichen Schütze. Und das spricht davon, dass ihr sehr überzeugend wirkt, mit den richtig gewählten Worten Einfluss ausüben könnt und auch Unterstützung bekommt. Vom 17. März bis zum 15. Mai geht der Mars dann in einen Spannungsaspekt zur Waagesonne, nämlich hier in den Steinbock. Und lenkt dann die Energie auf eure Familienangelegenheiten und die damit verbundenen stressigen Verpflichtungen, was sich auch beruflich auswirken kann. Da werdet ihr um die eine oder andere Auseinandersetzung nicht herumkommen, aber versucht konstruktiv zu bleiben, denn wirklich üble Streits können langfristige Folgen haben. Während dieser Zeit kann euch ein schöner Venus-Aspekt dabei unterstützen, diplomatisch zu bleiben und für Ausgleich zu sorgen. Und zwar vom 24. April bis zum 19. Mai. Da steht dann die Venus für euch hier in den Zwillingen in eurem 9. Haus der Reisen. Und vielleicht solltet ihr dann auch einfach mal eine Reise einplanen, um mal weg von dem ganzen Theater zu Hause zu kommen. Singles können dabei der Liebe begegnen. Auch wenn ihr euch weiterbildet oder ein Seminar bucht, kann das spannend für euch werden. Dann haben wir wieder eine interessante Phase vom 13. Juni bis zum 7. Juli, da läuft die Venus durch den Löwen und sie aktiviert dabei dann auch wieder die Mondknotenachse, und das spricht für die Chance, eine wichtige neue Beziehung anzufangen, sei es in der Liebe oder auch eine Freundschaft.
Vom 16. Mai bis zum 10. August steht der Mars günstig für die Waagesonne, und zwar hier im 5. Sonnenhaus der Lebensfreude. Diese Phase solltet ihr nutzen und euch Zeit nehmen für erotische Aktivitäten oder auch, um euch beim Sport oder beim Tanzen mit neuer Energie aufzuladen und den ganzen Stress mal abzuschütteln. Während dieser Zeit müsst ihr berücksichtigen, dass der Mars ab dem 26. Juni und bis 27. August rückläufig wird. Das kann sich so auswirken, dass ihr das Gefühl habt, dass eure Aktivitäten sich verlangsamen oder zum Erliegen kommen. Auch eine heiße Affäre, die ihr begonnen habt, kann dann erstmal ins Stocken geraten. Aber ab Ende August kommt sie dann auch wieder in Gang. Macht euch bitte in dieser Zeit keinen Leistungsdruck, sondern tut euch etwas Gutes. Stressig wird es, wenn der Mars während dieser Rückläufigkeitsphase nochmal zurück in den Steinbock läuft. Das ist dann wieder dieser Konfliktaspekt, und zwar in der Zeit vom 13. August bis zum 9. September. Das betrifft dann aber vor allem nur die dritte Dekade. Zeitgleich bekommt ihr Unterstützung von der Venus, die vom 7. August bis zum 9. September durch euer eigenes Zeichen läuft. Und das kann für Ausgleich sorgen. Das ist immer eine gute Zeit, denn dann hat man viel Charme und Ausstrahlung und kann andere überzeugen. Und wenn ihr Solo seid, flirtet ihr sehr erfolgreich. Vom 10. September bis zum 15. November steht der Mars dann wieder günstig für euch. Aber währenddessen bildet er einen Spannungsaspekt zur Venus. Hier im Skorpion und nicht nur das, gleichzeitig auch zu Uranus. Also die stehen hier alle ziemlich in Spannung miteinander, besonders um Mitte September herum. Und das wird euch wahrscheinlich beeinflussen, weil ihr ja ein Venuszeichen seid. Das heißt, das kann dazu führen, dass ihr euch leidenschaftlich und sprunghaft verhaltet. Eventuell geht es dabei auch ums Geld, denn die Venus steht hier im zweiten Geldhaus. Für Single-Wagen wird das wohl eine eher prickelnde Phase, denn Mars und Lilith zeigen an, dass ihr euch gern auf eine leidenschaftliche Affäre einlasst, besonders die Wagen der ersten Dekade. Ihr könntet auch einen inneren Konflikt erleben, weil ihr euch auf jemanden einlassen wollt, von dem ihr eigentlich wisst, dass er nicht so gut für euch ist. Das ist aber in Ordnung, solange ihr die Sache unter Kontrolle habt. Ja, und dann ist natürlich ganz wichtig, dass die Venus ab dem 5. Oktober rückläufig wird. Und ihr schwingt da natürlich mit als Venuszeichen, und dann kann sich das Blatt nochmal wenden. Vielleicht taucht jemand aus der Vergangenheit auf und das verändert dann die ganze Beziehungsdynamik. Vielleicht zieht ihr euch auch selbst aus einer neuen Sache wieder zurück. Dabei kann es darum gehen, ob man sich in Beziehungen aufeinander verlassen kann. Und vielleicht spielt ihr mit dem Gedanken, euch zu trennen, wenn sich jemand als unzuverlässig erweist. Es wird jedenfalls ein heißer Herbst für euch. Liebesentscheidungen sind erst nach dem 16. November sicher, wenn die Venus wieder direktläufig wird. Das solltet ihr berücksichtigen, wenn ihr euch auf etwas einlassen wollt, was möglicherweise Konsequenzen hat. Die Venus wird aufgrund ihrer Rückläufigkeit noch ein zweites Mal durch euer Zeichen laufen, nämlich von Ende Oktober bis Anfang Dezember, und das betrifft dann die dritte Dekade. Das heißt, für die Betroffenen kann es sich sogar noch bis zum 1. Dezember hinziehen, ehe ihr in einer Liebesangelegenheit endgültig Klarheit habt. Aber denkt daran, dass ab dem 8. November Glücksplanet Jupiter in einen sehr schönen Aspekt zur Waagesonne geht, nämlich hier im Schützen. Und selbst wenn sich eine Beziehung nicht nach euren Wünschen entwickelt haben sollte, könnt ihr dann zumindest den Sinn darin erkennen und ihr blickt dann wieder optimistisch in die Zukunft. Das waren eure Highlights und die kritischen Phasen des Jahres 2018. Wenn ihr eine persönliche Horoskopberatung bei mir buchen wollt, seid ihr herzlich willkommen. Am besten ihr bucht direkt über meine Homepage oder ihr ruft auf meinem Kundentelefon an. Alle Infos dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung oder auf der Infokarte hier im Bild. Und hier nochmal eine kleine Erinnerung an meine nächsten Webinare. Am Freitag, den 12. Januar, gibt es den Online-Workshop Saturn-Probleme heilen, wie ihr den Saturn-Transit durch den Steinbock erfolgreich und gesund meistert. Und eine Woche später leuchten dann wieder Antonias Sterne im Webinar. Maximal 12 Teilnehmer in einer kleinen Gruppe und jeder kann mir eine spezifische Frage stellen. Und das ist dann am Freitag, den 19. Januar um 17 Uhr. Bei der Verlosung gibt es wieder 15 Minuten Beratung zu gewinnen, wenn ihr mir hier auf YouTube einen interessanten und konstruktiven Kommentar postet und indem ihr meinen Kanal abonniert.
Einfach hier klicken und schon seid ihr bei der Verlosung dabei. Natürlich möchte ich euch auch meine anderen Video-Specials empfehlen, zum Beispiel über Saturn im Steinbock, Lilith im Steinbock und den Mondknoten im Löwen. Die sind hier eingeblendet. Nun wünsche ich euch viel Spaß mit den Liebessternen im neuen Jahr und alles Gute mit den Sternen.